Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Sky Saga, hier zu einer weiteren Folge in Minyas Home. Ja, bin immer noch in der gleichen Aufnahmesession wie die Folge davor. Nur eine kurze Pause gemacht, weil ja das Update kam und der Kater ja ziemlich genervt hat. So, jetzt schauen wir mal, was wir noch machen können. Also erstmal haben wir neue Post bekommen, bin ich mal gespannt, ob wir da direkt nochmal einen Stein bekommen oder einen Kristall. Das war die alte Nachricht. Und jetzt können wir uns ein Geschenk aussuchen. Take all. So, wir haben keinen Platz im Inventar. Denn wir haben ja auch einiges eingesammelt. So, blauen Stein habe ich da. Rotes Herz. Pinke Platten, goldene Platten. Iron Blade. So, Harvest Metal Ore. Wir haben ja das letzte Mal relativ viel von diesen Metallerz aus diesen Gittern rausgeholt am Boden, indem wir das alles zerschlagen haben. Jetzt habe ich eigentlich genügend Platz, um zumindest den Scheiß rauszuholen. Wie immer das Inventar voll, die liebe Minyas. Okay. What? Habe ich denn das gemacht? Los, stehe ich auf dem Kopf oder was? Ah, okay. Sah ja aus. So. Take all. Take all. So. So, Harvest Metal Ore. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich den ganzen Kram hier verwerte. Und zwar. Wieso kann ich denn zum Beispiel nicht hier. 74. Was ist jetzt drin? Dismantle. Yes. Ah, was war denn das? Stack. Wie hat das eben gemacht? Okay. Ich drücke doppelt rechts. Er macht immer drei auf einmal, die er auseinander nimmt oder dismantelt. Schade, dass es nicht schneller geht, das Eisen zu verwerten. Das ist jetzt ein einziges Geklicke. Aber wir kriegen ordentlich Eisenerz dazu. Also das ist ja wirklich der Hammer. Wo ich vorher ewig viel farmen wollte oder sowas in der Art. Kriegen wir jetzt wirklich durch dieses Verwerten der Eisenblöcke mehr, als ich jemals wahrscheinlich mit dem Abbau mir holen hätte können. Natürlich jetzt ein ganz schönes Geklicke hier. Leg mal die da wieder drauf. So, jetzt hat er auf jeden Fall schon mal einen Quest abgeschlossen. So, und das letzte Mal, oder? Ja, jetzt langt es nämlich nicht mehr. Alles klar. So, jetzt sagt er, da soll ich Metal Plates forgen. Das ist der Witz, weil die habe ich ja hier erst aufgesammelt gehabt. Okay, jetzt schließt das ab. Craft Metal Rods. Zwei hätte ich schon. Tja, das sind die Dinger, die ich gerade verwertet habe. Ja, okay, schwierig. Habe ich hier noch irgendwie welche drin? Okay. Ja, die habe ich gerade umgewandelt, die Metallteile. Haben wir hier noch irgendwo welche? So, jetzt haben wir fünf. Iron Rod, nee, ist alles Holz. Gut, dann sollen wir bis 18 Sommer craften. Wo kann ich die denn? Ah, Track Item to Repair. Moment mal.
Da will er Iron Plates haben. Moment. Haben wir nicht noch Iron Plates gehabt? Ja. Iron Plates. Wo war das mit dem Repair? Das hätte ich mal vorher verwenden sollen. Zack. Und jetzt will er Holz. Komm, wir sind mal... Ach, Pine Rod. Der will Pine Rod haben. Okay, haben wir da noch von? Mahagoni. Pine Rod. Naja, wenigstens ein paar. Pinienholz. Okay, dann das Ding da rein. Pine Rod und Iron Plate. Ah, da will er 5. Kann ich auch Gold reinhauen? Ah, Gold will er nicht. Der will wirklich Iron Plates. Gut, Moment. Entschuldigung für das ganze Hin und Her, aber 5 Stück, eine haben wir. Also machen wir hier erstmal eine Iron Blade. Wie mache ich überhaupt eine Iron Blade? Ach, hier drin wahrscheinlich. Iron Blade. Metal Ore, okay. Kraft. Okay, er schmilzt das ein. Using Forge. Harvest 20 Pump. Okay, 20 Kürbisse. Wieso hat er denn nur 5, wenn ich die nicht jetzt weglege? 0. Wenn ich die aufnehme, immer noch 5. Ich habe doch 12, naja, egal. Okay, die zählt da nicht mehr. Gut, das scheint noch ein bisschen buggy zu sein. Ich meine, wenn ich insgesamt die schon gefunden habe, verstehe ich nicht, warum er die nicht, warum er die nicht dazu zählt. Meines Erachtens war das bei den Quests vorher so. Oh, wieder voll. Sehr geil. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Metal Rods. Okay. The Forge. 13 Stück brauchen wir. Eins. Oh, 3. Und schon mal 9. Oh, noch Harvest Wood Planks. So was, ich gehe mal ganz kurz so ein paar Bäume kaputt schlagen. Geh einfach hier drüben hin. Die Musik ist so schön. Schade, dass die Alpha jetzt bald zu Ende ist und ich nicht mehr weiter aufnehmen kann. Es gibt zwar irgendeine Möglichkeit, irgendwie einen VIP-Status zu kriegen. Vielleicht irgendwie Wettbewerbe. Mal gucken, vielleicht kriege ich das ja hin, dann kann ich noch ein bisschen zocken. Oder wir warten einfach, bis die nächste Alpha-Phase ist und dann... Ich meine, wir haben jetzt ein paar Folgen gemacht. Und, vielleicht können wir es auch erstmal bis dahin gut sein lassen und... Dann spielen wir wieder weiter, wenn offiziell... das Spiel raus ist, beziehungsweise eine andere Alpha-Phase noch begonnen hat. So, einen Baum nehmen wir noch mit. Na komm, jump. So, kriegen wir noch 80 zusammen. Jo. 75. Sollte auf jeden Fall ja auch reichen. Da hinten blinkt schon durch. Oh, das ist eine Riesenanzeige. 5 Fässer craften. Also Fässer habe ich auf jeden Fall noch nicht gehabt. Ich habe jetzt auf jeden Fall diese Rods hier ab. So, jetzt brauchen wir noch 4. Oh, da gibt es sogar eine Doppelquest anscheinend. Craft. Craft. So. 5 Fässer. Wo mache ich die denn? Hier in der Werkbank? Jo. Wood Planks. Und Iron Blade. Oh, da haben wir nicht genügend Platten. Brauche ich noch mehr. Jetzt mache ich erstmal hier die anderen Sachen fertig. Metal Rod, gleich ist fertig.
So, 5 Barrels. 3 Metal Gloves. Die könnte ich ja dann sogar anziehen, ne? Da, genau. 12 Eisenplatten. Habe ich nicht noch Eisenplatten? Nee, ich glaube... Hier ist noch eine, haben wir 3. Was brauche ich da wirklich? 12 pro Stück? 12 Platten. Und 6-mal Metal Rods. Ah, damit kann ich die 6-mal herstellen, okay. Habe ich denn die anderen Platten verwendet? Ja, mal kurz mit Q gucken, wie weit wir hier sind. Harvest 50 Keystones. Na, das kriegen wir doch locker hin, oder? Skystones, Keystones, Minias. Ja, wir können hier so ein bisschen aufräumen, ne? Ein bisschen die Ecken verschönern. Ne? Rucksack voll. Okay. Okay. Die stacken sich, ja? Kriege ich jetzt einmal... Zwölf. Und die hier. Ganz schön teuer, so Handschuhe. Leg mal, glaube ich, ein bisschen Erz hier hinten ab. Wir haben doch noch von den farbigen Banderolen. Da haben wir Orange. Mintfarben haben wir da oben. Was ist hier eigentlich? Obtain Rank 1 in Blacksmith. Ah. 2 in Explorer. Quatsch. Kann ich hier reinziehen? Rang 5. Als 5 war das eben 1. Okay. Okay, okay, okay. Die Rezepte kann ich wohl noch nicht. Wo haben wir denn die Rezepte rein? Hier. Dann machen wir die mal hier rein. Ich glaube, wenn das alles rot ist, kann ich das auch noch nicht lernen. So. Okay. Noch 2 Metal. Man kann den Scheiß ja auch wieder verwerten, gell? Ich brauche 12. So, das gibt jeweils 9. Wir haben noch andere Metalle, die wir verwerten können. Es gibt eine Crafting-Runde, so wie ich das hier sehe. Auf jeden Fall. So, 50 Keystones. Okay, was können wir denn noch abtragen? Wollen wir überhaupt was abtragen? Hier ging es nicht runter, ne? Aber so einen kompletten Turm abzusäbeln, ist natürlich auch schade. Dann ist hier scheiße dunkel. Komm, 4. Einmal... Bisschen mal Licht hier machen in die Hütte. So, da geht mir das Eisenerz auch langsam aus, ne? Gut, man könnte Sachen umwandeln. Schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal die 50 Keystones. Vielleicht irgendwie noch einstecken, dann zählt das dazu. So. Ich glaube, die habe ich von denen vernichtet.
Na gut, die Burg kann man ja später auch noch gescheit aufbauen. So, ich hatte am Anfang überlegt, ob ich die Decke hier durchbreche. Praktisch einen Abgang direkt reinzumachen. In die Tiefen der Kellergewölbe. Aber ich habe mir gedacht, ich spiele lieber ein bisschen und mache ein bisschen Abenteuer und erforsche diese Welten. Als dass ich hier großartig an der Burg rumbaue. Jetzt hacken wir doch ein bisschen weg. Was soll's. So. Ah, jetzt sind wir Rang 1 im Miner. Ach, das mit den Eisenstangen gehört zum Minen, okay. 50 Clay. So, einmal Handschuhe müssen wir noch herstellen. Überlege ich gerade, wir haben ja eine Menge Carbon. Iron Ore haben wir auf jeden Fall noch. Noch 4 von den Iron Weights. Das kriegen wir hin. Okay, haben wir nicht genügend. Rose Iron, was haben wir denn am meisten? Blue Steel. Jetzt brauchen wir noch einen, genau. Ich kann ja leider nicht nur einen herstellen. So, was brauchen die Barrels denn? Acht Metal Blades. Machen wir die noch fertig hier, oder? Auf jeden Fall können wir noch eine Menge Shit machen. So, ich würde sagen, ich setze einfach mal derweil die wieder hin. Das Ding gilt ja trotzdem als erfüllt. Ich glaube, wenn man seine Basis hier ausbaut, dann passiert das ja schon automatisch. Dass man 50 Steine abbaut. So. Na, das ist natürlich ein bisschen doof. Wie viel habe ich denn noch? 15? Komm, die setzen wir jetzt noch schnell. Ja, ich weiß, ich habe den hinten dran gesetzt. So. Dann holen wir uns die ab. Ah, der will aber Iron Weights, der Kacker. Kann ich die jetzt auseinandernehmen? Cannot be repaired. Quatsch, das will ich auch gar nicht wieder auseinandernehmen. Ne, er macht nur wieder Dings draus. Okay. Shit. Sag mal, die Handschuhe kann ich doch anziehen, oder? So, die kann ich wieder auseinandernehmen. Nee, kann man nicht auseinandernehmen. Und weg. So, kann ich die auseinandernehmen? Ja. Und? Hat er jetzt was auseinandergenommen? Metal Glove? Noch ein Iron Weight.
Ja. Ach, warte mal, ich hatte doch nicht ein Schild. Das nehme ich einfach auseinander. Mal gucken, was es dafür gibt. Rare. Cannot be dismantled? Okay, na gut. Ja gut, ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge von Sky Saga. Wir werden in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter craften, würde ich sagen. Und ich freue mich schon drauf. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auf die nächste Folge und wir schauen mal, wie viele Folgen wir überhaupt noch machen werden. Aber ich denke mal, eine geht noch, oder? Eine geht noch. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Sky Saga wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.